Die Minimoos auf der Suche nach Weihnachten. Ein Adventsmärchen für Groß und Klein. 22. Dezember. Das Wiedersehen. Die Suche nach Weihnachten war für alle lang und anstrengend gewesen. Nacheinander trudelten die Kinder ein, durchgefroren, hungrig und manche etwas verunsichert. Ob sie wohl alles richtig gemacht hatten? Ob sie die richtigen Dinge gefunden hatten? Ob es für sie wohl ein Weihnachtsfest geben würde? Eingewickelt in dicke Decken saßen sie auf Fellen um den Kamin herum und tranken erst einmal einen heißen Kakao. »Ich bin todmüde und mir tun die Füße weh«, sagte Frank. Die kleineren Kinder, die noch nicht richtig laufen konnten und darum einen Teil des Weges gekrabbelt waren, zeigten nur wortlos auf ihre geschwollenen Knie. »Ja, es war sehr anstrengend«, gab Jan zu. »Aber es hat sich doch auch gelohnt, oder?« »Seht nur, was wir alles mitgebracht haben«, er deutete mit Stolz auf den Baum, den er und seine Schwester Lisa gefunden hatten. »Ein bisschen klein ist er schon«, bemerkte Lara. »Was heißt hier klein?«, fragte Jan etwas beleidigt. »Eure falschen Engel und Sterne kommen da ohnehin nicht drauf. Immerhin haben wir mitgebracht, weswegen wir losgezogen sind. Was ist denn mit dem Festtagsessen? Alles, was wir haben, ist ein Rezept und eine lebendige Gans.« Er sah Paul vorwurfsvoll an, der nur betreten mit den Schultern zuckte. Er zeigte auf die Gans, die Fiona mitgebracht hatte und die gerade dabei war, eine Brotkruste hinunterzuwürgen. Ja, diese Gans konnte man ebenfalls nicht essen. Die Kinder, die alle erschöpft und hungrig waren und von der vielen Sucherei langsam etwas schlecht gelaunt wurden, begannen plötzlich, sich zu streiten. Keiner war mit dem zufrieden, was der andere gebracht hatte, und manche waren auch mit sich selbst nicht zufrieden, wollten es aber nicht zugeben. Es wurde immer lauter in der Stube, bis Sabrina schließlich auf den Tisch sprang und das ganze Geschrei übertönte. »Aufhören!« Da war es plötzlich leise. »Streitet euch doch nicht! Wir haben alle unser Bestes getan. Und auch wenn wir es vielleicht nicht so hinbekommen haben wie alle anderen, macht das nichts. Schließlich ist es unser Weihnachtsfest und da können wir ganz allein entscheiden, wie wir es feiern wollen.« Die anderen sahen sich an und nickten. »Du hast ja recht. Lasst uns alles vorbereiten. Morgen wollen wir feiern. Vielleicht haben wir nicht das gleiche Festessen wie alle anderen. Vielleicht auch nicht den ganzen Kram, der den Erwachsenen an Weihnachten so wichtig zu sein scheint. Aber wir haben uns, ein Dach über dem Kopf, eine gefüllte Speisekammer und wir haben ein warmes Feuer, vor dem wir uns unsere Geschichten erzählen können. Das reicht vollkommen.« Die Kinder schämten sich alle ein bisschen, dass sie ganz vergessen hatten, wie gut es ihnen eigentlich ging. Langsam kam die Vorfreude zurück. Mit einem Lächeln auf den Lippen wünschten sie einander eine gute Nacht und krochen in ihre Betten. Morgen wird ein ganz toller Tag werden. Sie freuten sich alle darauf, ihr erstes Weihnachtsfest gemeinsam zu verbringen. »Ich kann bestimmt nicht schlafen, so aufgeregt bin ich«, dachten sie alle. Doch schon 5 Minuten, nachdem die letzte Kerze ausgepustet war, schlief jeder einzelne Minimo tief und fest. Das war ja auch kein Wunder, nach den ganzen Abenteuern, die sie erlebt hatten.